Wir sind jetzt hier in einem Simlab und wir haben uns viel Mühe gemacht, das Ganze so auch an die Situation anzupassen, wie man sie auch bei uns hier am OKLB vorfindet. Das heißt also, für Studenten ist es sehr nah an der Realität. Wenn sie sozusagen zu uns dann in die zentrale Notaufnahme kommen würden, würden sie genau die gleichen Bedingungen wieder haben wie hier, was ihnen, glaube ich, den Einstieg unheimlich erleichtert. Weil natürlich Notfallversorgung auch damit beginnt, sozusagen seinen Einsatz auch zu koordinieren, zu organisieren. Und dort haben wir sozusagen die gleichen Bedingungen und die gleichen Tools, wie Sie sie hier auch vorfinden werden. Vor allem ist es deswegen wichtig, weil die Studierenden schon mitbekommen sollen, welche Geräte im Schockraum vorliegend sind, warum diese Geräte dort sind. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit dem Zeitmesser, den man aktiviert, wenn der Schockraum beginnt. Dafür ist es relevant zu wissen, dass der Zeitmesser kontinuierlich durchläuft und in der Schockraumsituation bestimmte Zeitpunkte relevant sind für die Versorgung des Patienten, weil sie einem einen Rahmen geben, in dem man versteht, der Patient sollte so und so lange jetzt im Schockraum sein, sollte dann anschließend einem CT zugeführt werden. Und all diese Prozesse sind dann durch den Zeitmesser gut und sauber dokumentierbar und dann auch noch umsetzbar. Wichtig ist Tatsache ein grundlegendes und gutes Verständnis für die Physiologie des menschlichen Körpers. Und das finde ich persönlich immer wichtig für die Studierenden zu wissen, dass wir nicht einfach irgendwelche Symptome behandeln, auch in der Notfallsituation, sondern einen Schritt weiter denken. Was ist die eigentliche Ursache für die Verschlechterung des Patienten? Nicht das Symptom behandeln, sondern die Ursache behandeln, das ist essentiell wichtig. Und wenn das ein Student verstanden hat, dann ist das schon eine Menge.